September 2022. Also sowas habe ich noch nie in Deutschland erlebt, wie laut die Halle war, wie viele Menschen da waren. Basketball-Europameisterschaft im eigenen Land. Es war einfach eine Riesenstimmung, es war eine Riesenatmosphäre. Ich war für vielen Spielen in Köln dabei, ich war in Berlin dabei. Mittendrin ein Hamburger. Das war wirklich krass. Hollatz! Das ist gut gespielt, der Ecke ist Senkfelder. Schön, Hollatz. Und das Anspiel von Hollatz. Ich weiß noch, als wir dann wirklich bei der EM waren und ich zum Essen gegangen bin, auf einmal Giannis Antetokounmpo oder Luka Doncic vor mir stand. Ja, das war einfach eine Erfahrung, glaube ich, womit ich nicht gerechnet habe. Deutschland gewinnt sensationell Bronze. Für Justus Hollatz der bislang größte Triumph. Ich weiß noch, als ich dann mit der Bahn nach Hause gefahren bin am nächsten Tag, haben mich Leute angesprochen und meinten Glückwunsch. Wir hatten früher so einen kleinen Innenhof und hatten da auch einen Korb stehen. Und da hat Justus natürlich mit seinen größeren Brüdern mitgespielt. Auch wenn er noch drei Köpfe kleiner war, aber er hat einfach mitgespielt. Ich musste dann halt mit ran, mit Justus als Kleinen und ich als Großer und Ältester. Mit Justus gespielt gegen Josch und Jakob und dann haben wir uns mal heiße Duelle geliefert. In der Grundschule wurde dann die AG von Lars Mitwollen von den Sharks angeboten. Und natürlich ist Justus da auch hingegangen und da war dann sehr schnell klar, dass er auch unbedingt in den Verein will. Bereits mit 16 Jahren spielt Hollatz bei Ristwedel in der zweiten Liga. Es war schon damals so, er hat auch gegen uns gespielt, er ist echt gut und ja, wäre auch nicht schlecht, wenn er bei uns spielen würde irgendwie irgendwann mal. Es gibt immer viele Talente und Spieler, die talentiert sind, aber es gibt dann immer mal wieder welche wie er, die eine Sache haben, die einfach so rausstricht. Das war bei ihm sicherlich dieses Thema Übersicht. 2018 das Debüt für die Hamburg Towers. Mit den Türmen gelingt der Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Auch dank Hollatz. Der Point Guard reift über die Jahre vom Talent zum echten Führungsspieler. Seine Entwicklung über die Jahre, wir sind in die BBL, ne, Pro A gewesen, sind dort besser geworden, sind dann in die BBL aufgestiegen, sind dann in der BBL sogar zu einem Eurocup-Team geworden und er hat diese Entwicklungssprünge immer mitnehmen können. Vor 5 Jahren stand ich noch selbst auf den Tribünen bei den Towers und jetzt habe ich 100 Spiele, glaube ich, absolviert für die Towers. Im Sommer dieses Jahres der nächste Karrieresprung. Hollatz wechselt in die stärkste Liga Europas, die spanische ACB. Dadurch, dass ich jede Woche gegen echt gute Teams spiele, wirkt sich das auch auf mein Level aus und ich kann mich weiterhin verbessern. In meinen Augen ganz klarer typischer europäischer Basketballer auch, der sich auch eher zurücknimmt. Also Justus ist sehr viel darauf bedacht, auch seine Mitspieler mit einzusetzen. Das ist sein Spiel, nicht nur selber zu glänzen, zu punkten, sondern auch Mitspieler anzuspielen, einzusetzen. Doch Justus Hollatz will mehr. Sein Traum, die NBA. In den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich genau der Fall sein, dass ich hoffentlich auch weg bin. Und vielleicht noch weiter weg bin, wer weiß. Hollatz! Das ist gut gespielt, der Ecke ist Senkfelder. Kann natürlich auch stolz auf mich sein, aber wie gesagt, ich bin ehrgeizig und mein Weg ist jetzt noch nicht vorbei, sondern ich will noch weitergehen. Schön, Hollatz, Senkfelder. Dieses Jahr wird ihn, glaube ich, menschlich so weit voranbringen auch und festigen, dass er da auch lange von profitieren wird. Die ganzen Erfolge, die er haben wird, die Meisterschaften, die er feiern wird und sowas, das wird er feiern und dann werden wir hoffen, dass wir ein Ticket kriegen zum Zugucken vielleicht. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.